Nur die Aufschriften verraten, dass dieser Kombiwagen ein Versuchsfahrzeug ist. Denn dass er mit Wasserstoff statt mit Benzin fährt, ist von außen nicht zu erkennen. Im Inneren fällt ein ungewöhnlicher blauer Tank auf. Sein Inhalt ein Titaneisengranulat. Diese Legierung unter äußerst hohem Druck mit Wasserstoff zusammengebracht, speichert den Treibstoff, der auf lange Sicht dem Benzin Konkurrenz machen könnte. Der Motor des Fahrzeugs ist ein herkömmlicher Ottomotor. Zwischen den beiden Sitzen sind bei diesem Versuchsfahrzeug Messgeräte untergebracht, die bei einem Serienwagen wegfallen würden. Zur Standardausstattung gehört aber später zweifellos ein Wasserstoffdruckmesser im Blickfeld des Fahrers. Im derzeitigen Entwicklungsstadium fährt das Fahrzeug mit einer Tankfüllung 120 Kilometer weit. Und es legt diese Strecke umweltfreundlich zurück. Aus dem Auspuff kommt nur Wasser. Nicht weniger umweltfreundlich ist das methanolgetriebene Auto, mit dem zurzeit Mercedes und Volkswagen experimentieren. Bei VW fährt bereits eine ganze Flotte von Versuchswagen mit dem neuen Treibstoff. Methanol, auch Holzgeist oder Methylalkohol genannt, ist relativ leicht herzustellen. In nur geringfügig veränderten herkömmlichen Motoren kann es verbrannt werden. Rund 500 Mark kostet es, etwa einen VW Golf auf den Betrieb mit reinem Methanol umzustellen. Nachteil: 2 Liter Methanol enthalten nur so viel Energie wie 1 Liter Benzin. Aber dafür verbrennt Methanol umweltfreundlich, im Gegensatz zu Benzin, das Schadstoffe hinterlässt. Und schließlich: Methanol im Tank lässt sich mit Wasser verlängern. Schöne Aussichten. Ja, schöne Aussichten, Herr Professor Förster. Sie sind Leiter der Versuchsabteilung von Daimler-Benz. Schöne Aussichten. Besteht denn überhaupt Aussicht, dass einmal ein wasserstoffgetriebenes Auto über unsere Autobahn fährt? Zuerst würde ich sagen, die Aussichten sind an sich nicht schön, denn es gibt keinen gleichwertigen Ersatz für die heutigen Kraftstoffe. Aber Wasserstoff und Methanol gibt uns einfach die Gewissheit, dass wir auch noch Auto fahren können, wenn einmal die Erdölvorräte erschöpft sind. Und deswegen arbeiten wir daran. Denn Methanol und Wasserstoff kann man aus heimischen Rohstoffen herstellen, vorausgesetzt man hat genügend Primärenergie. Was heißt hier in diesem Falle Primärenergie? Zum Beispiel Nuklearenergie, denn Methanol und Wasserstoff sind Sekundärenergien. Das heißt, sie brauchen mehr Energie, um hergestellt zu werden, als sie nachher für das Kraftfahrzeug zur Verfügung stellen. Wir haben eben gehört, dass die Reichweite bei dem Methanolfahrzeug zum Beispiel nur 21 Kilometer beträgt. Heißt das, dass eventuell die Autos geändert werden müssen? Heißt das, dass eine vollkommen neue Automobilkonstruktion passieren muss, um überhaupt mit anderen Antriebsarten weiterzukommen? Die 120 Kilometer bezogen sich auf das Wasserstoffauto, nicht auf das Methanolauto. Ja. Ne? Nun, die Autos müssen nicht vollkommen geändert werden, denn es sind ja auch chemische Kraftstoffe. Die Motoren müssen angepasst werden. Die Änderung wird bei Methanol am kleinsten sein. Methanol hat einen halben Heizwert, also braucht man ungefähr für die gleiche Reichweite einen doppelten Tank. Man hat einige Schwierigkeiten beim Kaltstart, die aber lösbar sind. Etwas problematischer wird die Speicherung von Wasserstoff im Fahrzeug. Unter Druck werden die Flaschen zu groß. Gekühlt oder flüssigen Wasserstoff braucht man zu viel Energie. Bleibt also das übrig, an dem wir arbeiten, Speicherung von Wasserstoff in Metallhydriden. Wie viele Jahre würden Sie denn nun ansetzen? Wie viele Jahre geben Sie denn überhaupt noch der Industrie, bis ein solches Auto auf den Straßen fährt? Das Auto könnte schon relativ früh, in 10, 15 Jahren auf den Straßen sein, zu Wasserstoff, Methanol noch früher, falls der Kraftstoff dafür zur Verfügung steht und die nötige Infrastruktur aufgebaut ist. Denn heute können Sie praktisch noch nirgends Methanol oder Wasserstoff tanken. Das sind ja in der Tat schöne Aussichten, Herr Professor. Zumindest sichere Aussicht für das Automobil der Zukunft. Gut, herzlichen Dank, Herr Professor Förster.